Und herzlich willkommen zurück hier bei den Deutschen Quidditch-Meisterschaften 2019 in Tornisch. Jetzt können wir euch hier zeigen, auf der linken Seite die Binger Bees, gegen rechts die Düsseldorf Dementors. Ich, das ist Philipp Stolz, und an meiner Seite habe ich die bezaubernde Olivia Pettinger von den Augsburg Owls. Olivia, vielen herzlichen Dank, dass wir uns jetzt hier das Spiel gemeinsam anschauen dürfen. Ich würde einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn du erlaubst. Ich kenne nämlich die Binger von ihrem tollen Wegwurst-Boy-Cup, den sie immer im Sommer abhalten. An ihrem wunderschönen Pitch am Rhein, das ist eine tolle Gruppe, fröhliche Leute. Aber die haben jetzt hier gegen den Düsseldorfer Dementors ein absolut gutes Matchup gegen sich. Angeführt von Johannes Klein-Peters, dem Mann mit der Nummer 13, den man jetzt hier rechts gerade noch sehen konnte. Nationalspiele und ein absolut bombiger Chaser. Meiner Ansicht nach einer der Besten, wenn nicht der Beste in ganz Deutschland. So, der Headref des Ganzen ist Niklas Müller. Eine Koryphäe des gestreiften Hemdes. Schon mal von ihm gerefft worden, Olivia? Nee. Das wird er ja dann noch bestimmt irgendwann mal widerfahren. Jetzt geht's erstmal los und da sehen wir es. Klein-Peters 2 Meter vor den anderen an den Hoops. Pass auf die rechte Seite. Bam. Gut. Das ging schon mal richtig schnell. 10-0. Die Düsseldorf-Dementores legen direkt mal ordentlich vor. Und jetzt kommen hier die Bingerbees mit ihrer Offense. Da gucken wir mal an. Die Düsseldorfer spielen wohl mit einer 2-2-Verteidigung. Darauf aus, ein bisschen die Drives zu verhindern. Ein bisschen schludrige Übergabe und da hat Klein-Peters den Ball. Der wird aber immer noch gebietet an den Hoops. Keine die Klatscher BBS dafür. Nach wie vor bei Bingen. Das sah ein bisschen heftiger aus. Da gehen wir mal lieber mit der Kamera weg. Ja, wenn so ein großer Spieler gegen dich rennt, da kommen einige Kräfte zusammen. Das sieht nicht immer gut aus. Und es tut auch immer ziemlich weh. Oh ja. Schon mal verletzt gewesen? Nicht beim Quidditch, nee. dann wollen wir das aber auch, dass so es so bleibt. Spiele ich auch noch nicht. Ja, seit wann bist du denn dabei? Seit Oktober. Ah, wunderbar. Dann die erste DM. Wie ist denn, bist du so der Vibe für dich bei dieser DM? Macht schon Spaß, oder? Ja, es macht super viel Spaß. Aber es ist auch voll anstrengend. Also die ersten paar Matches waren schon. Ja, das glaube ich. Ich meine, diese DM jetzt mit den meisten Spielen jemals gescheduled mit dem neuen Swiss System. Wie viele waren es denn letztes Jahr? Insgesamt glaube ich maximal 8, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt können es bis zu 10 werden. Also das ist nochmal ein Unterschied. Wir haben ein bisschen, ich sage jetzt mal, Glück mit dem Wetter gehabt gestern, dass nicht allzu prallende Sonne war wie jetzt gerade. Ja, das stimmt. Das hat nochmal ein bisschen geholfen. Aber wobei, ja. Am Abend war es dann schon echt eklig. Ja, das war im Regen, war echt nicht geil. Und das Spiel geht weiter. Genau. Quaffelbesitz bei Bingen. Ja, das ist Fabian Albrecht. Der bringt da den Quaffel nach vorne. Wird nicht gestoppt und macht das Ding rein. Ha. Fabian Albrecht mit gerade 34 Jahren, der zweitälteste im Team der Binger Bees, denn, das ist so schön, die Binger Bees haben jemanden Jahrgang 69. Unfassbar, aber es ist doch schön, dass über alle Altersebenen hinweg Quidditch Leute für sich begeistern kann. Die BS ist nach wie vor bei Bingen. Ja, Dementoren da gerade mit einem Fernwurf, der ging nicht auf die Hoops. Vergebene Chance. Ich muss sagen, ich habe schon mal im Verlauf des Turniers ein Spiel gegen die Düsseldorfer gesehen und ich muss sagen, da bin ich wirklich von deren Fairplay beeindruckt. Wenn die gebietet werden, die machen da nicht nochmal irgendwie einen Pass oder geben den Ball in die Richtung, die lassen den Ball wirklich einfach gerade runterfahren und ich bin Bieter. Ich finde es immer sehr schön, weil das ist einfach eine faire Sache. Ja, das ist schön. Das sieht man wirklich nicht so häufig. Genau, und das ist halt auch nur eine wichtige Sache. Einfach das Fallen lassen ist eigentlich der fairste Moment. Schönes Tackle von Muni Krenk. Jetzt bei den Düsseldorfern. Genau, hier kommt der zweite Klein-Peters, da steht sein Bruder drüber, den braucht er aber nicht. Schönes Tackle davor von der Nummer 3, Muni Krenk, der Düsseldorf, den Mentors. Bringt da das Binger Bees zu Fall. So, ich weiß nicht, ob der Scorekeeper schon noch up-to-date ist, ich glaube es ist 20-10. Wird jetzt gleich geändert, hier wird rumgebietet, ganz wild. Und alles aufgeräumt von Düsseldorf. Wir sind jetzt wieder bei Düsseldorf. Ja. Aber guck mal, wie aggressiv die Bingerbieterin hier tief in die gegnerische Zone reingeht und sich dann nochmal einen Klatscher holt. Die hat noch viel Ausdauer. Die will noch ein paar Spiele machen. Das ist schon bewundernswert. Oh, Ball schön weitergeleitet auf den anderen auf den jungen Bruder von Klein-Peters. Und da trägt sein Bruder richtig schön. Ja.
Zusammenspiel zwischen den beiden. Ja, da ist wirklich gut. Auf jeden Fall. Julian Klein-Peters und Johannes Klein-Peters, die Brüder. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne Julian noch gar nicht so gut. Freut mich aber, ihn hier zu sehen. Auf jeden Fall fulminant. Ich glaube, den kann man in ein, zwei Jahren auf jeden Fall mal auch auf Nationalmannschaftsebene mal sich angucken. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ist einfach toll zu sehen, wie die deutsche Quidditch-Community wächst. Es sind zwei, wie viele Teams sind hier? 34? 35? 35, aber die aus Offenburg haben ja abgesagt. Genau, aber auf jeden Fall, das waren noch vor ein paar Jahren deutlich weniger und es ist toll, dass der Sport immer weiter wächst. Stimmt. Auch schön, dass du jetzt dazugekommen bist, Mensch, lieber. Toll. Ob ich jemand an meiner Seite ist. Schönes Tor. Longshot von der Nummer 69 und das ist eben unserer. Ich glaube, der älteste Spieler in ganz Quidditch Germany, Hut ab, macht sich hier mit dem Tor bei dieser DM als ältester Torschütze wahrscheinlich unsterblich fürs Erste. Also den Rekord mit 50 Jahren alt, da muss erstmal jemand brechen. Oh, aber saustark, die Nummer 49 von den Bengal Beasts wird zu zweit angegangen und hält da erstmal ein bisschen was ab. No blood job. Ja, und da ist das drin. Kannst du mir mal auslesen, wer die Nummer 49 der Bengal Beasts ist? Die spielt da richtig stark, gefällt mir richtig gut. Ah, leider nicht auf unserem Cheat-Sheet drauf, aber da werde ich nach dem Spiel gucken. Da hat sich gut gemacht, ist gegen zwei Klatscher reingegangen, wurde noch getackelt und hat es geschafft, irgendwie hier noch den Klatscher in der Hand zu halten. Wurde aber natürlich dann schon ein bisschen aus der Verteidigung rausgenommen. Darum geht es ja auch meistens beim Bieten. Genau, Düsseldorf hat das gut gemacht mit ihren Bietern. Hauptsache, da kann der Verteidigung nicht geholfen werden. Guck mal, wie tief sie da schon wieder steht. Die sind mitten in der Keeperzone, die Binger, die zeigen da gar keine Reue. Vorfeldbesitz ist bei der Nummer 7 von den Düsseldorfern. Ja. Ich höre den Korn, Napalm soll da wohl gewagt werden, das heißt, ein Klatsche wird nach hinten geschmissen und dann auf der Tagge gehen, sieht man jetzt, Nummer 95 zieht drauf, aber wird jetzt ausgekontert. Schönes Tackle, auch gut runtergebracht, hat Julian Klein-Peters sehr gut gemacht. Bringt den Gegenspieler runter, aber sicher und da passiert dann gar nichts. Einfach sehr schön gemacht. Gute Technik von ihm. Man sieht, finde ich, auch immer, wenn die Beats schön aussehen, dann tun sie auch weniger weh. Ist so, ja. Oh, schöner Fernwurf. Nummer 12. Und jetzt 30-40, das verspricht doch mal ein Highscoring-Game auf Augenhöhe zu sein. Und da wird die Nummer 95 der Bengal Beasts, der Düsseldorfer Dementors, ein bisschen darauf hingewiesen, dass man beim Stilen aufpassen muss, nicht allzu sehr zu schlagen, sondern eher zu reißen, zu rupfen. Geht jetzt hier auf die Nummer 49, wird runtergenommen, ist damit raus. Jetzt kann Düsseldorf was landen. Schöner Fernwurf, Nummer 15 von Düsseldorf. Also ich weiß ja, dass beim Quidditch Gender-Inklusivität sehr hochgeschrieben wird, aber mich freut es trotzdem immer extrem, wenn eine Frau ein Tor macht. Auf jeden Fall. Und das ist Lisa Struck, eine Veteranin des Sports, seit den ersten Jahren dabei, früher gerne in Darmstadt gesehen, auch in Freiburg dabei gewesen, jetzt hier in Düsseldorf und haut hier das Ding rein. Um den Wut gar nicht schlecht, also wirklich zielgenau reingemacht, das muss hier erstmal jemand nachmachen. Und ja, das ist eben das, wovon dieser Sport lebt, die Gender-Inklusivität. Und hier hat Lisa Struck bewiesen, warum das funktioniert. Also wirklich die Bengal Beasts unglaublich. Oh! Noch ein Longshot. Wieder die Nummer 69. Ja, wenn man keine Lust hat, in die Defense reinzugehen, weil da ein paar Leute stehen, die gut tackeln, dann nehme ich es halt aus der zweiten Reihe und der hat sehr gut gepasst. Oben an die Kante des Ringes und dann rein. Passt genau. Und damit steht es 40-50. Das Spiel bleibt weiterhin absolut auf Augenhöhe. Mit noch einem kleinen Vorteil für Düsseldorf. Ito, Nummer 25 von Düsseldorf. Wird jetzt angegangen, kann dem Tackle entkommen. Schön ausgetanzt, ja, würde unser Coach da sagen. Oh. Ja. Oh. Schöner Pass hinter die Hoops. Das finde ich auch interessant. Bei dem Reset Used gerade, ja, da war ja der Fuß praktisch noch auf der Linie. Ist es dann nur erlaubt, wenn der Keeper das macht? Du meinst das Reset zu usen? Ja. Nee, das kann jeder Spieler machen, der diese Linie berührt, hat damit das eine Reset geused. Und hier hat sie eben diesen einen Schritt, das war die Nummer 12, gemacht und damit das Reset geused. War unterm Strich nicht schlimm. Der Angriff ist dennoch hat stattgefunden, hätte aber
Das hätte man verhindern können in der Situation, vielleicht nochmal einen Schritt aufpassen, wo man steht, aber das ist jetzt mit dieser etwas neueren Regel auf jeden Fall. Ja, das haben die Schiedsrichter gut gesehen. Ja, also Niklas Müller hat, ich glaube, der hat bestimmt schon alle Spiele, die es jemals gab, gepfiffen. Der sieht das natürlich sofort. So, jetzt nochmal ein Fermo vielleicht von der Nummer 12, der Binger. Ja, da kommt er, diesmal aber drüber. Schade. Dominik Schäffler hat einen guten Arm, zögert auch nicht abzudrücken. Hier ein bisschen zu hoch. Düsseldorf mit dem Glück. Oder es scheint aber auch, dass Düsseldorf eigentlich mit der Entscheidung zu leben scheint. Sie wollen da nicht weiter draußen bleiben. Diese Fernwürfe nehmen sie in Kauf. Und ja, so haben sie immerhin den Bingern ihre Drives abgenommen, die jetzt absolut nicht mehr kommen. Ja. So, Klinger mit der Nummer 12. Gibt den Ball ab. Schönes Passspiel. Aber da wurde abgeräumt. Ja. Beat von der Nummer. Erkennt man nicht so gut. Die Nummer nicht. Ab und zu sind die Leute zu weit weg. Aber auf jeden Fall war es ein guter Beat. Genau. Und es ist eben so schön, hast du es gesehen, der Düsseldorfer lässt den Ball sofort einfach fallen. Da sehe ich einige Leute, die auch ab und zu noch versuchen, so einen Pass zu spielen. Hier aber jetzt der Abschluss von Lukas Dahl, einer der Gründer der Beasts, Trainer und tackelstarker Spieler, hier mit dem Tor, dem 50-50 Ausgleich in dieser Partie. Nach wie vor spannend. Also ich muss sagen, aus Sicht der Binger würde ich schauen, dass ich hier vielleicht ein paar Tore zwischen Abstand kriege. Denn falls die Düsseldorfer sich entscheiden sollten zu siegen und dabei Johannes Klein-Peters ansetzen, würde ich ihm den Vorteil einräumen. Der Mann ist unglaublich athletisch, wirklich. Das muss ich wirklich angucken. Der ist auch Sieger. Der ist ein das Allround-Paket. Bieten habe ich ihn noch nicht gesehen, aber der ist halt so, glaube ich, wendig, dass er häufig als Sieger, glaube ich, bei Düsseldorf eingesetzt wird. Und das, kann das heißt, halt er spielt dann auch in Bamberg dann. Am 29. Genau, den wird man in Bamberg sehen. Genau. Also wenn ihr dann noch Zeit habt am 29. und 30. diesen Monats, dann fahrt doch einfach runter nach Bayern ins schöne Bamberg. Ist eine wunderbare Stadt und da gibt es ein tolles Turnier. Ich glaube, das können wir richtig den deutschen Stempel drauf drücken, unser Team unterstützen, die in diesem Jahr echt was reißen können, glaube ich. Ich habe das noch nie vorher so wirklich mit Vertrauen so sagen können, wie dieses Jahr. Deutschland kann dieses Jahr alle schlagen und da ist alles möglich, wenn man da den sechsten oder siebten Mann an der Seite hat. Also ich weiß nicht, wenn ich auf dem Platz stehe und dann weiß, dass jemand in der Nationalmannschaft steht, dann ist es immer automatisch so ein bisschen so. der Respekt ist da. Ne? Ja, unterm Strich sind natürlich auch normale Menschen, aber die wissen schon, wie man Quidditch spielt, da hast du völlig recht. Aber die wirken auch immer so ruhig und in der Entscheidungsfindung auch viel schneller als man selbst, dann, weil man ja dann noch... Das hast du aber auch absolut recht, Olive, weil halt Quidditch ist halt... Da kommt viel auf Reaktions... Chaotisch. Genau, das ist sehr chaotisch und da kommt es häufig auf diese Reaktionsschnelligkeit an und die haben halt die Leute, die schon lange dabei sind. Aber auch, ich würde dir empfehlen, einfach mal heute Abend vielleicht beim Social bei Johannes Klein-Peters oder den ganzen Nationalmannschaftsspielern vorbeischauen und sagen, hey, ich finde es voll cool, wie du spielst, gefällt mir sehr. Das sind ganz nette Leute, kann man auch abseits des Pitches auf jeden Fall mal ein Bierchen oder ein Weinchen mit trinken. Das ist auf jeden Fall machbar und das ist das Schöne an unserer Community. Man ist einfach so nah an den Leuten und die sind alle Kollegen und Freunde hier. So, aber Johannes Klein-Peters ist gar nicht notwendig aktuell. Die Düsseldorfer machen das auch ohne ihn. Klinger mit der Nummer 12. Ihr fehlt die Anspielstation. Oh, das war eng. Oh, das wäre eines der cooleren Tore gewesen, wenn hier die Nummer 25 Volley abgezogen, das Ding zwischen die Ringe gezogen hätte. Naja, so haben sie sich zumindest ein bisschen Zeit gehabt, um wieder in die Abwehr zu kommen. Win-win in dem Sinne. Nee, aber da, der Abschluss von 12 Klinger war das gleich für Düsseldorf knapp unterhalb der Ringe. Und dann im zweiten Nachfassen kann man einfach nicht mehr viel Zeit aufwenden, denn da sind die Bieter da. Oh, Kuddelmuddel vor den Hoops. Und drin ist das Ding. Also ich muss sagen, die Nummer 49, das ist Hannah, sicher auf die Rücknummer von Bing, gefällt mir sehr, sehr gut. Unglaublich aktiv, läuft hoch und runter. Double Female Beater. Oh, das sieht man selten. Was man auch nicht so oft sieht, ja. Aber es funktioniert. Oh, hohoho, guter Tagline-Satz. Ball danach zu hoch und Klinger hat sie ein bisschen krasser erwischt. Sie bleibt am... Er bleibt am Boden liegen, das sieht nicht so gut aus. Dann wird das Spiel gleich gestoppt, oder? Ja. Linda Klinger muss da runter und dafür kommt aufs Spielfeld Dennis Hielscher. Dennis Hielscher ist übrigens, den kennt man nicht nur aus Düsseldorf, den hat man früher häufig bei den Rhinus-Rumpfowerken sehen und zwar famos, gerne in der Bieterrolle. Jetzt kommt er aber als Captain der Düsseldorfer Demonte aufs Spielfeld und wechselt Nummer 7 ein.
Das ist Jenny. Jenny Voss. Ach, natürlich. Jetzt erkenne ich sie. Verzeihung. Manchmal braucht man einfach noch mal den Blick in seine eigenen Unterlagen, um zu gucken, was ist. Schöne Interception. Ach, schade. Es ist wirklich, Hannah, die 49, macht da wirklich viel richtig. Unglaublich giftig, deswegen kein Klatscher gerade an den Hoops. Räumt sich schon wieder ab, das ist ja... Aber schön verteidigt hier. Von der Nummer 21. Jetzt kann sie ein bisschen kontern. Die Nummer 47 steht hinter dem... Oh, gut abgefangen. Hey, klasse Job. Thomas Kunz rechtzeitig da. Ey, was sage ich denn? Nicht Thomas Kunz, Fabian Albrecht. Rechtzeitig da, hat das antizipiert, kann sich dazwischen bringen. Und jetzt ist das Spiel ein bisschen langsamer geworden, ne? Das stimmt, also Anfang viele Scores, jetzt haben sich die Mannschaft ein bisschen gefunden. 60-50, Bingen konnte sich jetzt ein bisschen... Ich glaube, das ist am Anfang auch immer ein bisschen... Also man muss sich erstmal gegen andere Teams immer zurechtfinden, weil es immer ein großer Unterschied ist. Ja. Ey, das ist auf jeden Fall besser. Bei diesem Turnier sind so viele unterschiedliche Mannschaften, das ist ganz, ganz anders. Und man kann auch mal ein Matchup... die einem überhaupt liegen, obwohl das Spielmaterial ganz anders ist. So. Ja, das war ein bisschen zu spät. Der Fallout-Call kam rechtzeitig, deswegen gibt es jetzt die Hand gehoben. Vorteil für Düsseldorf. Monique Renk haut das Ding durch. Super, da braucht sie den Vorteil-Call gar nicht. Aber Broomstown. Ja, aber da ging es nicht ums Tor, oder? Nein, das war hier vorne, konnten wir sehen, dass Tackle... Da kam der Fallout-Call des Assistant Referee und danach wurde noch weitergemacht und das war ihm ein bisschen zu lange und deswegen wird jetzt das Spiel unterbrechen, dem Binger Beast-Spieler eine Karte geben. Der wird dann, sag ich mal, off-broom sein, aber da direkt danach ein Tor von Monique Renk erzielt wurde, wird er auf dem Spiel verbleiben und einfach wieder zurück an die Hoops müssen. Wenn das alles so gewesen ist, wie ich es einschätze, und das sieht so aus, der Niklas Müller nähert sich ihm, gelbe Karte. Das heißt aber, er wird vom Feld geschickt. Nein, eigentlich schon. Aber direkt danach kam ein Tor. Deswegen wäre er dann wieder drin. Wunderbar, 60-60. Und jetzt lässt er sich auswechseln, der will erstmal nichts riskieren. Lukas Dahl. Ja. Auch die Binger Beast, ich weiß noch, die habe ich das allererste Mal bei der DM in Jena gesehen, damals noch in einer ganz anderen Konstellation. In Jena war letztes Jahr, vor zwei Jahren waren, hatten sie erstes Mal und da waren sie in einer ganz anderen Konstellation, ganz andere Leute und hat sich toll entwickelt, das Team, hat wirklich einen der schönsten Pitches, direkt am Rhein gelegen, neben solchen Weinbergen, da muss man unbedingt mal vielleicht beim Wegwurst Boy Cup vorbeischauen. Das macht schon Spaß, in so einer Atmosphäre zu zocken. Jetzt hier vielleicht nochmal Dominik, der hat vorher einen guten Wurfarm bewiesen, ist jetzt aber eng gedeckt, kann deswegen nicht wahrscheinlich gut abschließen. Versucht es dennoch und der ist vorbei. Oh, schöner Block hier von Marius Pitsch. Schade. Monique Krenk wird abgegriffen. Aber guter Sprint. Auf jeden Fall. Die hat Bock. Die war eben zur Reaktion schnell und wollte sich den Quaffel schnappen. Und ein wichtiger Beat von Hannah, der Nummer 49. Also ich muss nach dem Spiel mal mit Hannah reden. Die macht ein richtig starkes Spiel hier als Beaterin. Nochmal der Fernwurf. Vor allem habe ich das Gefühl, dass sie noch gar nicht vom Spielfeld unten war. Ist sie auch nicht. Die spielt durch bisher. Gut. Bei welcher Spielminute sind wir denn mittlerweile? Das weiß ich leider gar nicht. Oha! Gelbe Karte, Disrespecting Official. Ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Nach dem Tor hat er wahrscheinlich ein bisschen zu lautstark gejubelt oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Tor zählt, obwohl er die gelbe Karte... Das ist so eine schöne Umschreibung. Disrespecting Official. Das ist mal, also wenn ich jemals Referee werde, dann würde ich mich die... Oh, die würde ich aber auskosten, die Karte. Ja, aber da muss man, also ich meine, beim Quidditch gibt es ja schon im Gegensatz zu anderen Sportarten relativ viele Schiedsrichter. Ja, ja. Ich glaube, so eine Dichte hat kaum ein anderer Sport. Auch an sich, in Deutschland ist das noch was ganz anderes. Deutschland hat mittlerweile die meisten Referees, eine super tolle Volunteer-Gemeinde. Das ist einfach toll, wie das Ganze hier wächst. Und eben, die Referees sind zahlreich, sind gut. Und die sehen auch sehr viel. Ja. Also und ich muss sagen, also das Referee-Line-Up, das hier auf dem Plätzchen, das ist ein super Line-Up. Das kann man auch mal bei dem Finale benutzen. Das ist Leipzig. Gemeinsam mit Niklas Müller. So, 70-60. Eine Minute lang wird jetzt Bingen in Unterzahl spielen, wenn die Düsseldorfer hier nicht Kapital schlagen können. Aber die BS ist bei Bingen. Ja. Schön.
Da ist Luca. Schade, wird geblockt. Und die BS ist zurück bei den Düsseldorfern. Jetzt müssen sie eigentlich resetten, da sind nämlich zwei Klatscher gegen gar keine. Und, schön ja, von Monique Krenk. Eine Pressing-Situation für die Düsseldorfer. Oh, 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 oh. Ja, hier geht's hart zur Sache. Viele Tackle, da ist Johannes Dein-Peters ein bisschen stark reingekommen. Da fehlt dann auch. Schmerzen. Ja, ja. Aber davor würde ich sagen, gutes Tackle von Monique Renk, die es dann den Bingern hier zu gestoppt hat, zu Fall gebracht hat. Ich weiß nicht, ob das so normal ist, aber ich spiele normalerweise auch Beater und ich habe nur den Fokus auf dem Beater-Game, muss ich zugeben. Das ist aber auch, das ist die Gefahr. Also am Anfang, wer ist denn die größte Gefahr für einen als Beater? Das sind eben nicht die Chaser, sondern das ist der andere Kollege da mit dem Koffel, mit dem Blatscher in der Hand. Dem möchte man sich erstmal widmen und das ist ganz natürlich, dann am Anfang mal ein bisschen drauf fokussiert zu sein und dann erst im Nachhinein so diese drei Ebenen des Spiels, Quaffel, Schnatz und Blatscher auf eine Ebene zu bringen. Und das ist eben die Kür. Aber da kommst du noch rein, Olivia. Da hast du ja in Augsburg mit Matthias Renner und Michi ein super Team an deiner Seite, die dir das beibringen können und beibringen werden, bin ich mir ganz sicher. Das sieht gerade. Kannst du mir eigentlich sagen, Matthias, spielt er für die Nationalmannschaft in Österreich in bei Österreich, mir? Sehr schön, genau. Wunderbar. Das war mich nicht ganz sicher, ob er das macht, aber er tut es. Also werde ich nicht nur für Deutschland anfeuern. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Ich meine, die beiden Mannschaften sind sich auch sehr, sehr nah auf jeden Fall. Ja, ich befürchte, es könnte eine etwas längere Pause werden, ihr Lieben. Sind jetzt auch gerade die Sanitäter gekommen. Naja, das war halt so ein... Also an sich jetzt steht es, wenn ich es richtig sehe, 70-60. Das Spiel Bingen ist und bleibt einfach auf einem spannenden Level. Müsste aber jetzt auch kurz davor sein, dass der Schnatz aufs Spiel bekommt, wenn ich mich nicht ganz irre von meinem Zeitgefühl. Also der sieht auf jeden Fall schon sehr bereit aus. Ich muss mal gucken, ob das, ich glaube, das müsste Gavin Güldenpfennig sein, der hier als Schnatz zur Schau trägt, wenn ich ihn in der roten Jacke hier richtig erkenne. Ich mag mich auch irren, auf jeden Fall. Bald geht das Spiel hier in die entscheidende Phase. Und dann gucken wir mal. Das ist als Zuschauer immer das Spannendste. Ja, wenn Snitch on Pitch ist und beide Teams in Range. Ich muss sagen, das ist auch so, wenn Leute hier so in Tornisch einfach vorbeikommen, sich die Spiele angucken, da ist natürlich dann genau dann der besondere Fokus da, wenn der Mann oder die Frau in Gelb übers Spielfeld huscht und man sich denkt, ja, was geht denn da eigentlich ab? Und dann guckt man sich eben diese Szene besonders gerne an. Vorher habe ich gesehen, da kam eine große Menschentraube und hat sich einfach mal die Hamburger Werwolves angeguckt. Weil das ist natürlich klar, das sind natürlich hier die Favoriten. Wenn man sich vorbeikommt, dann ist man natürlich für das lokale Team. Und das sieht dann schon... Dann ich finde auch Siegen, wenn das gute Sieger sind, dann sieht es immer ziemlich heroisch aus, ja, wie genau, die sich da draufschmeißen. Oder musst du aber gleich, falls Johannes Klein-Peters siegen soll, das wird ein Augenschmaus für dich, Olivia. Da musst du wirklich gucken, der Mann ist... Ich weiß nicht, der schafft es zu springen und dann irgendwie in der Luft nochmal so eine Sekunde zu stehen, als ob die Gesetze der Schwerkraft nicht für ihn gelten. Und ich bin gespannt, wer da auf Bingers Seite siegt. Da müssen wir mal gucken. Ich kenne das Team leider nicht allzu gut, als dass ich es antizipieren könnte. Bin eigentlich ganz gespannt, wer das dann bei denen regelt und wie sie das regeln. Weil ich meine, bei so einem ausreichenden Spielstand ist immer die Frage, wie man das eigentlich handhabt mit den Beatern. Ich persönlich würde es bevorzugen, bei so einem Spielstand, wo der Schnatz das Spiel entscheidet, haut alles auf das Sieger-Game, nimmt die gegnerische Sieger raus, gibt ihm keine einzige Sekunde und das... Ja, ich glaube, was anderes würde jetzt auch kaum Sinn machen. Ja, es sei denn, man ist sich so sicher, dass der gegnerische Sieger nicht die Skills hat, dass man das noch ein bisschen in die Sieger... Aber das wäre schon vermessen. Also falls sich eins von den beiden Teams dazu entscheiden sollte, das auf das Waffle-Game zu gehen, müsste deren Sieger auf jeden Fall auch defensiv siegen. Ja, auf jeden Fall. Na gut, er könnte es ja auch dennoch entscheiden, aber sag mal, er wird dann wahrscheinlich sich gegen gegnerische Beater wehren müssen und das dürfte nicht allzu erfolgsversprechend sein. Es wäre auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass man glaubt, relativ gute Kontrolle ohne Blatscher über den Schnatz zu haben. Aber ich glaube, Defensive Siegen ist immer so ein bisschen ein undankbarer Job. Also ja, das sieht Fall immer sehr laufintensiv aus. Ja eben, und du musst halt deinen Körper genau dazwischen kriegen und das ist halt, der Schnatz bewegt sich auch. Im schlimmsten Fall hat er so ein, gibt es auch die Schnätze, die dann diesen Ethos haben, ich will mich nicht verteidigen lassen, dann ziehen die dir auch mal den Besen weg oder so. Das ist ja auch in Ordnung, weil
irgendwo sollen die auch neutral sein. Das ist schon ein ganzer Job, aber muss man sagen. Aber man sieht eben auch manchmal, dass dann praktisch der Snitch und der Seeker ein Team bilden. Genau, dieser wunderbare Griff an den Broom und den anderen an die Schulter. Und damit hat man eigentlich eine gute Distanz, um sich da den gegnerischen Seeker vor Leibe zu halten. Und ich muss sagen, ich habe da selten einen Catch gesehen, aber das möchte ich mal kurz loben. Falls ihr noch bei YouTube seid, geht vielleicht auf ein anderes Tab und öffnet mal EQC Division 2 und schaut euch da mal das Spiel von Berlin an. Da hat es Max Martens einfach mal geschafft, anhand so einem Defensive-Siegen vorbeizuspringen. War das im Finale? Ich weiß es nicht, ob es im Finale war. Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, er hat es geschafft. Schaut euch mal die Spiele an, waren ein paar gute dabei. Gegen einen Defensive-Sieger. Der ist unfassbar gut. Wirklich, wirklich toller Mann. So. Ein bisschen müssen wir noch warten. Finde ich immer so schön, wie dann alle aufs Spielfeld kommen und ein bisschen Wasser bringen. Aber auch zu all beiden Mannschaften, ne? Ja. Das sieht man, also als ich das erste Mal angefangen habe und das gesehen habe, aber auch gesagt, das müssen die nettesten Menschen aller Zeiten sein. Und ja, für die meisten der Leute stimmt das auch auf jeden Fall. Jetzt ist aber auch gut, ich muss sagen, die Sonne scheint, es sind so, ich glaube, Mitte 20 Grad, ist echt angenehm. Die Sonnencreme ist natürlich auf unseren Nacken und in unseren Gesichtern verteilt. Bestes Wetter. Gestern habe ich mich ein bisschen beschwert wegen den Regentropfen. Die Regenbogen waren aber schön, Olivia, oder? Also wobei, ja. Das war sehr toll. Ich habe viele Fotos gemacht am Ende. Aber es war, wir haben gegen Leipzig gespielt gestern Abend. Mhm. Ging leider nicht so gut für uns aus. Aber es war davor, kam so ein Regenschauer und der war richtig, richtig eklig. Ja. Yeah. Also dicke Tropfen, kalt. Und vor allem auch viel Wind. Ja, yeah. Schön also von der Seite, ne? Ja. Wie in so einem Forrest Gump-Film, wenn der Regen von allen Seiten kommt. So. So, auf der hinteren Seite sehen wir, wie der Ruhr Phoenix Squad gegen Mannheim antritt. Und ich denke, wenn ich bisher die Jubelschreie richtig gedeutet habe, dürfte der Ruhr Phoenix einen guten Job gemacht haben gegen die Mannheimer. Aber Ferndiagnose von Quidditch. Das ist das zweite Team aus Bochum. Genau, das zweite Team von Bochum. Der Ruhr Phoenix hat so viele Spiele, die machen richtig gutes Recruitment, haben eine tolle Community-Geist und da bleibt man natürlich auch gerne beim Training. Die haben mal Wasser-Quidditch gespielt, da wollte ich unbedingt mal dabei sein. Richtig genial. Die haben ein paar Ringe auf dem Spielfeld rumliegen lassen und dann... Aber schon über Wasser dann. Ja, genau, über Wasser. Sind so ein paar so schwimmbare Hoops und dann so im Freibad einfach dazu drauf. Also es sah schon recht lustig aus und ich muss sagen, bei den richtigen Gradzahlen ist es ja bestimmt eine gute Alternative. Kann ich mir vorstellen, ja. Ey, wenn ich fragen darf, wenn du seit 9 Monaten dabei bist, Oliver, wie bist du denn zum Quidditch gekommen? Hat dich irgendeiner deine Freunde überredet oder wie ist das passiert? Es kam über die Uni. Also ich habe angefangen zu studieren in Augsburg und das Unisportangebot war so teuer. Und dann waren alle Kurse schon voll, in die ich eigentlich reingehen wollte. Und ich bin ziemlicher Harry Potter-Fan, deswegen habe ich mich dann für Quidditch-Spielen entschieden. Aber ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Ja? Also inwiefern hast du es dir vorgestellt? Das hat gar nicht so einen Harry Potter-Bezug, wie ich das ursprünglich angenommen hatte. Und das finde ich auch in gut, Ordnung, ne? Tatsächlich, weil also es sind ja schon viele Unterschiede dann da. Ja, es gibt da einen Unterschied, dass wir nicht fliegen können. Das ist das, was ich häufig Leuten erklären muss, die sich dann wundern. Ja, ich glaube, wenn man das noch nie gesehen hat, dann neigt man halt auch einfach dazu, dass dann, wenn man halt Quidditch und halt Harry Potter gelesen hat, dann neigt man halt einfach dazu so. Das zu belächeln, ja. Ich meine, das sehe ich auch irgendwo ein. Ich meine, da ist ein Stock zwischen den Beinen. Das ist sehr unüblich. Das sieht man nicht häufig. Die Quidditch-Assoziation kennt man von den Filmen. Ich verstehe das. Und dennoch muss ich sagen, Leute, die es mal ausprobieren, die bleiben in den allermeisten Fällen eigentlich dabei. Also mein Mitbewohner, den habe ich 2-3 Mal mitgenommen und der hat es eben anfangs belächelt, dann gespielt, hat gemerkt, das ist nicht ganz für ihn, ist ja auch völlig in Ordnung, ist nicht wieder mal. Aber seitdem belächelt er das nicht mehr, weiß genau gut, da kriegt er, hat noch 1-2 Bälle ins Gesicht bekommen, einen Tackle geschluckt, einen Tackle verteilt, hat ihm auch Spaß gemacht. Und eben, wenn man das kennenlernt, dann weiß man, da ist schon auf jeden Fall was dahinter. Ja, das finde ich auch wieder interessant, weil für viele Menschen ist ja der Kontaktsport nichts, aber ich finde gerade, dass das so ein kontaktbetonter Sport ist, das finde ich halt gerade gut, weil wenn man getackelt wird und dann sofort wieder aufsteht und sieht, okay, ist jetzt nichts groß passiert, dann ist das eigentlich jetzt auch nicht schlimm. Oder ja, ich muss sagen, ist das so ein cooler Moment, weil irgendwie hat man so, es klingt natürlich so, seine Kampfnarbe davongetragen, dann kriegt man auch, wenn man sich auswechselt, noch so einen Schulterklopfer, so, ja, gut weggesteckt, hast du toll gemacht. Und das tut schon gut, muss man sagen. Ja, das stimmt. Und dennoch, völlig verständlich, niemand mag alle Sportarten, das ist völlig okay, wenn Quidditch nicht das Ding ist. Aber braucht sich unser Sport auch nicht verstecken.
Ist Augsburger bei dem Unisport dabei, der Quidditch? Ja, das macht auch der Matthias Renner. Okay. Auch wirklich gut. Props gehen raus. Und dann haben wir, also wir sind ja jetzt einem Verein beigetreten. Mhm. Vorher war das, glaube ich, nur von der Uni und dann war es eine Spielvereinigung oder sonst irgendwas. Und das macht auch der Matthias. Und wir haben halt noch andere Trainer. Die sind auch sehr gut. Nee, aber das, da hast du absolut recht. Das ist ab und zu wirklich absolut hilfreich, sich zu einem Verein dazu zu gesellen. Das haben einige Quidditch-Teams mittlerweile schon gemacht. Ich weiß es von den Berlinern, von denen ich zufällig gerade neulich das die Vereinszeitung gelesen habe, weil da eben natürlich dann der EQC2-Gewinn dick drauf war. Und es hat schon Vorteil, du hast gute Plätze, also nicht solche Bolzplätze, was ja, in den Anfangsjahren auch immer noch der Fall ist, dass man so auf so einem richtigen Acker spielt. Du hast schöne Plätze, das Umkleide, Duschen, das sind schon mal die, sind so diese kleinen Perks, die einfach gut tun, ja, nach dem Training duschen zu können. Für die Spieltage eine gute... Vorher haben wir, glaube ich, immer im Park trainiert. Also genau. Da war ich noch nicht dabei dann, aber das war schon, also genau, das muss schon ist immer... Ist für den Anfang okay, aber geht auch feiner, ne? Geht auch ein bisschen besser. Ist vor allem halt im Winter ein bisschen unangenehm, ne? Eben und so, da ist so dieses Vereinwesen in Deutschland, das sollte man auf jeden Fall ausnutzen. Und einige Vereine, die freuen sich auch richtig, weil denen gehen so ein bisschen ab und zu die Leute verloren im Verein und die freuen sich dann, wenn sie eine neue Sparte aufmachen können, frisches, junges Blut in den Verein reinkriegen und... Ja, das sind ja meistens Fußballvereine, genau, zu denen man sich da dazu gesellt. Da ist ja so, die haben gerade im Jugendbereich nicht mehr ganz so viel, also da sind ein paar Trainingszeiten auf dem Platz einfach verfügbar, also... An all die Quidditch-Teams da draußen, schaut einfach mal bei euren lokalen Fußballvereinen oder sowas vorbei. Da ist eigentlich immer was machbar, wenn man mit den Leuten redet und auf die zugeht und einfach mal fragt. So, die Binger Bees tänzeln so ein bisschen vor sich hin. Und ich höre gerade, dass dein Fanclub auf der anderen Seite sich schon lautstark für deine tollen Kommentierkünste dich komplimentiert. Ja, offensichtlich. Ist schon eine liebe Truppe, ne? Ja. Ich winke jetzt mal einfach den Michi her. Ich glaube, den möchte ich mal jetzt einfach nochmal hier sehen. Michi! Ich glaube, wir haben nämlich genug Zeit, um einfach mal so eine unabhängige Expertenmeinung uns ranzuholen. Von einem tatsächlichen Experten. Genau, und da finde ich, wer eignet sich dafür besser als Augsburg Michi? Den kennt man links und rechts des Rheins im Norden und Süden. Hock dich mal hier an meine Seite und sag uns, hast du das Spiel bisher in Gänze verfolgt oder bist du erst so mittendrin dazugekommen, mein Bester? Ja, gute Frage. Seit wann sitzt du denn hier an der Seite? Ich sitze an der Seite seit 10 Minuten gefühlt. Okay, alles klar, dann hast du nicht das ganze Spiel gesehen. Aber wenn du jetzt, bevor du jetzt auf diesen Score guckst, was hättest du denn gedacht, wer da hier rausgeht als Sieger? Definitiv hätte ich auf Düsseldorf getippt. Eben, und dann ist ja eigentlich die Überraschung, dass es jetzt gerade relativ ausgeglichen scheint, ne? Richtig. Also Düsseldorf fand ich generell relativ gut. Ich glaube, die hat noch eine Chance gehabt auf den zweiten Platz, aber nachdem die schwierigste Gruppe erwischt haben mit, ich glaube, Heidelberg. Ja. Genau, Heidelberg und Bonn, war es ein bisschen uferlos leider. Ja. Aber ich finde, relativ ein ziemlich gutes Team, vor allem natürlich mit dem Nationalspieler. Ja, Klein Peters Mann, ja. Und ja. Gute Leute, kann man nichts sagen. Ja, auch ich finde die Binger nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da sind ein paar gute Fernwürfe gewesen. Olivia und ich haben es gesehen. Da wird aus der zweiten Reihe aufgerufen. Von der 12 hauptsächlich. Genau, die Binger sind auch zu 90% in. Also haben Bludger Control. Genau, Dominik Schäffler, der hat die gelbe Karte. Hast du, was genau der Disrespect war? Das würde ich jetzt nicht. Ich weiß es nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hat ein Tor gemacht. Und hat, ich glaube, davor wurde ein Tor von ihm nicht gegeben. Und dann hat er quasi so zum Ref gemeint: So, ja, hast du es diesmal gesehen? Würde ich tippen. Also, ich hab's nicht ohne Gewehr. Ich hab viel gefragt, aber er hat es nicht sagen wollen. Aber es klang so in die Richtung. Ja. Und es war, glaube ich, gegen den Leipziger S-Ref, die 73 von Leipzig. Ja. Und deshalb tippe ich mal, dass es deswegen die gelbe Karte war, was man dann so sehen kann. Genau, das kann man durchaus als Disrespect werden. Vor allem Niklas ist auch nicht dafür bekannt, dass er mit den Karten sich zurückhält. Genau, der will ja keinen Nonsens. So fangen wir gar nicht jetzt an. Richtig. Ah, geil. Ach, Mensch. Ja. Ja gut, das ist eine gelbe Karte, die kann man sich eigentlich auch mal einrahmen danach. Ja, ja, also man müsste doch mal nachfragen, was es genau war, vielleicht war es auch was anderes, aber ich tipp's mal, nachdem es nach seinem Tor war, muss es irgendwas in die Richtung gewesen sein. Ja. Vermutlich. Ansonsten, ich muss sagen, mir gefällt auch die Bieterin 49, ich sag's auch für dich nochmal, sehr gut von Binger Beast, die ist immer mitten in der Keeper-Zone von den Gegnern drin, das sieht man eigentlich recht selten in Deutschland, in der Türkei wird es gern so, ich sag mal, reckless gespielt, dass man einfach alles bietet, was irgendwie im nächsten Umkreis ist und die hat sich bisher noch nicht raustappen lassen.
Davor gab es keine größeren Unterbrechungen. Jetzt haben wir natürlich eine etwas größere und die spielt bisher recht durch. Die 49, die ist noch kein einziges Mal, glaube ich, vom Feld gegangen. Das ist schon beeindruckend, ja. Aber selbst wenn man Bock hat, ist halt ein Spiel durchzuspielen schon immer vor allem, wenn du anstrengend. Wenn du stehst und da Leute rausbietest, was noch deutlich anstrengender ist. Und dann mach mal den Sprint nach hinten, falls du Gebiete übersehen. Also hätte ich ja persönlich gar keine Lust drauf. Ja, deswegen spielst du nicht mehr. Genau, das ist richtig. Also bei Bingen kenne ich noch die Nummer 16, glaube ich. Mhm. Namens Dennis? Genau, El Bato steht auf seinem Trikot. Ja, den finde ich noch ziemlich gut. Ich habe jetzt ihn hier nicht so gut beobachtet. Ich glaube, er verschärft sich hier gerade aber als Coach. Und das ist ja der große Blonde, nicht wahr? Oder irre ich mich? Nein. Entschuldigung. Also ich bin mir nicht sicher, wo er gerade steht. Ich habe ihn vorhin auf dem Feld gesehen. Ah, okay. Aber wenn er spielt, den fand ich ziemlich cool, als ich mal gegen ihn gespielt habe. Und sonst kenne ich die meisten Leute nicht so genau. Mein Bingen ist auch nicht in der Bayernliga. Ja gut, aber dafür ist die DM ja da, jetzt lernt man die Leute mal kennen. Ja, das vielleicht mal ein bisschen Zeit, während hier Olivia an meiner Seite sitzt, könnten euer Fanclub da drüben sie lauthals unterstützen dabei das Spiel. Ja, wir gegen Düsseldorf gucken. Ja, wir hören auf Marines Box, hören wir euren Livestream an. Echt jetzt? Auch Grüße an die Augsburger, die gerade zuhören. Die sollen mal winken, wenn sie das ja wahrscheinlich so 2-3 Sekunden verzögert. Ja, eher 20. Also ja. Das ist eine sehr, sehr lange Verzögerung. Aber mal schauen, wann sie winken. Oh. Falls sie noch hören, würden sie winken. Jetzt reden wir gerade über sie. Ja, da kam gerade ein, zwei Blicke rüber. Ja, jawohl, jetzt. Aber kein Winken. Einfach unaufmerksam, ne? Ja. Ja, gut. Man kann auch nicht alles haben im Leben. Sieht so aus, als würde das Spiel gleich weitergehen. Ja. Gute Besserung mal auf jeden Fall. Ja, auf die jeden Fall. Junge Dame. Nicht genau gesehen, wie es passiert ist. Ja, da ist Johannes Klein-Peters sauberes Tackle reinkommen, aber da kommt halt einfach eine ganze Menge Kraft dran, gegen die dich wirkt. Und es kann halt immer mal passieren, dass man falsch fällt. Ja natürlich. Ja, auf jeden Fall. Kopf mir weiter. Und dann geht es hier auch schon bald wieder weiter. Michi, ich möchte dich nicht rausschmeißen, gehst du wieder zu deinen Kollegen rüber? Sehr gut. Dankeschön, das war schon mein Bester. Das sollen wir häufiger machen, finde ich. Ja. Ohne Witz, ich merke mir das mal. Eigentlich ganz gut, bei so einer Breche einfach noch jemanden zuzuholen. Und deine Augsburger sind eine nette Truppe. Also ja, hast du dir ein gutes Team ausgesucht. Ja. Glück gehabt, wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum ich auch immer noch beim Quidditch dabei bin. Weil am Anfang kam es mir schon ziemlich abgedreht vor. Genau, also, am Anfang ist es halt verwirrend, genau. Die Bludger Control und der Quaffelbesitz sind bei den Düsseldorfern. Das war gerade, glaube ich. Okay. Boah, Fernwurf, Klein-Peters! Das war ein Napalm-Versuch ohne wirkliches Napalm ankündigen, weil die einfach die Bälle hinten gelassen haben, von vornherein. Hat das jetzt zu einem Tor geführt? Ja, Johannes Klein-Peters nahm sich da ein Herz und nahm den Ball einfach mitten durch die Hoops aus ungefähr 3-4 Metern. Sprungwurf, richtig schön überhand, wie man es aus dem Handball kennt. Dann kommt er aus dem Handball. Er hat im Handball gespielt, ist dann zum Quidditch gekommen, indem er in Trondheim Auslandssemester gemacht hat und dann bei NTNUI gespielt hat. Dann bei denen einen legendären Sieg gegen Paris Titans eingefahren. Richtig, das erste Mal, dass sie besiegt wurden. Und dann macht er hier. Echt? Gegen die Paris Titans? Genau. Die habe ich im Livestream bewundert. Genau. Da war Johannes Klein-Peters ein wichtiger Teil, dass NTNUI damals das allererste Mal die Paris Titans im EQC schlagen konnte. Und das kann man sich auf jeden Fall auf die Fahnen schreiben. Das haben sind auch die Sieger von den letzten 2 Jahren jetzt. Genau. Ja. Und genau, vor 3 Jahren kam es zuerst mal, dass sie nicht besiegt wurden. Da hat es Antwerpen schlussendlich geholt. Aber NTNUI waren dann, sagen wir mal, die Titan-Bezwinger. Und das ist auf jeden Fall ein Titel, den es im Quidditch nicht häufig gibt. Also, dem liegt das im Blut, Johannes Klein-Peters, muss man echt sagen. So, sie wollen jetzt die ein paar Picks haben. 49 hat sich jetzt doch zu einer kleinen Pause entschlossen. Ja, das ist aber auch wohl verdient. Alles klar, Düsseldorf will die BS nicht verlieren, wollen sich auf die sicheren Beats versteifen. Aber gehen weit vor. Guter Block! Scheffler will hier es nochmal versuchen und wieder ist die Hand da. Jetzt haben sie es nämlich gemerkt. Dominik Scheffler giert hier auf den Fernwurf, aber mit Johannes Klein-Peters mit schnellen Händen, riesigen Pranken ist er immer dazwischen. Vor allem stand er jetzt gerade relativ nah an ihm dran, also eine sehr gute Reaktionszeit. Das ist aber auch wichtig, wenn du jemanden hast, der eben so gut werfen kann, dann brauchst du da eine Man-Defense, das ist sonst viel zu gefährlich. Er tankt sich jetzt auf deiner Seite durch. 70, cool. 80. Und ja, in der Tat, der Schnatz ist Gavin Güldenpfennig, der uns hier beglücken wird, wenn er bald den Seeker-Floor eröffnet, indem er sich hier auf den Pitch begibt.
Das ist dann immer bei Minute 17 kommt der Switch on Pitch. Genau, 17 und jetzt siehst du, es ist in der Tat Johannes Klein-Peters, wird antreten, ich glaube, gegen Lukas Dahl, den Nummer 7 von Wien. Er atmet noch ganz schwer von seinem Einsatz gerade. Ja, das sind ein paar Meter, die er zurücklegen muss, der sprintet. Ja, natürlich. 70-90, also Düsseldorf, wenn die jetzt noch ein Tor machen, das wäre ganz, ganz wichtig. Und es wäre vielleicht auch wichtig, sich langsam darauf zu konzentrieren, dass wenn die Bieter aufs Seeker-Game gehen, dass es wichtig ist, dass sie sich Bludger Control holen. Genau. Aber hier verdammt gut verteidigt von Düsseldorf. Im Gegenzug jetzt Voss auf die rechte Seite, auf Klein-Peters, wird abgeräumt. Kann den Pass noch weiterspielen, aber da wird abgeräumt. Sehr schön verteidigt von Bing. Wirklich stimmt, gut verteidigt, gefällt mir sehr gut. Eben, Düsseldorf will jetzt die BS halten, genau wie du gesagt hast, Olivia, das ist wichtig. Das gibt einfach die wichtigen Sekunden des Seekers am Schnatz, wenn man hier eine kleine Blase, die Engländer sagen gerne, eine Bubble created, also um den Schnatz einfach das Feld kontrolliert, dass da niemand rein kann, außer das eigene Team. Schöner Fernwurf, Mann. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die trainieren eine Stunde jeden Tag das Fernwerfen. Ja, das stimmt, ist auch, also von so weit finde ich es immer schwierig, weil sich der Ball dann doch irgendwie noch ein bisschen dreht und dann ganz knapp immer über die Hoops hinausgeht. Und wurde auch gebietet, der Snitch. Der Schnatz war außerhalb des Spielfelds, deswegen wird er als Down gecallt. Die Sieger dürfen sich dann 3 Sekunden nicht bewegen. 70-100 und der Catch von Johannes Klein-Peters. Wenige Sekunden später, das wäre das 70-130. Hast du sehen können, Olivia? Ich war gerade nicht so abgelenkt. Also ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es sah auf jeden Fall nicht so aus, als wäre der Snitch gestürzt, weil er ihn umgestoßen hat. Ja. Also glaube ich, war es jetzt nicht irgendwie behindernd für den Snitch. Es müsste also gut sein. Ja, also der war mit der linken Hand um ihn herum, wenn ich sie aus dem Sprung, und auch ich war halt ein bisschen zu spät, um das zu gucken. Also es würde mich nicht wundern, weil Johannes Klein-Peters ist einfach unglaublich stark. Der braucht nicht viele Sekunden. Dennis Hielter wischt ihm da so ein bisschen den Staub von den Schultern, denn das... Genau, Niklas Müller möchte jetzt erstmal in aller Ruhe debattieren, bevor irgendwelche Speaking Captains ihre Veto oder ihre Pro. Aber wenn Bingen jetzt catchen würde, dann würden sie ja auch in die... Also dann wäre es ein Overtime. Dann würden wir hier in die Seiten wechseln und in wenigen Minuten würde es ein 5-minütiges Spiel geben, nach dessen Ende der Führende gewinnt oder eben der Schnatzfang davor das Spiel beendet. Und wenn das nicht passiert, dann gibt es eine weitere Overtime für, ich glaube, anderthalb Minuten und eine Minute und dann wäre auch immer als erstes... Ist es Golden Goal, ne? Nee, das ist dann eine Minute. Und nee, ist eine Minute. Genau, beziehungsweise und der Schnatzfang halt wieder, genau. Aber dann hat der... Nein, das ist Golden Goal, genau. Nächstes Tor oder Schnatzfang, gar nicht. Eine Minute, du hast völlig recht, genau. Es ist Golden Goal, Entschuldigung. Ich müsste mal den Ref machen. Haben wir gegen Wien gemacht in Warschau, ja. Genau. Hat ihr Warschau, warst du dabei? Ja. Ah, tolles Turnier, oder? Ja, also hat wirklich Spaß gemacht. Wirklich 16 schön. Mannschaften, ein bisschen kleiner, aber wirklich angenehme Atmosphäre, abgesehen vom Schnee. Oh mein Gott, der Schnee am ersten Tag. Das war wirklich nicht so schön. Aber das Spiel gegen Wien war auf jeden Fall dann auch mein Lieblingsspiel, also weil es ging halt, es war halt das letzte Spiel für uns. Hier der Catch ist gold. Genau. 70-130 Stern, Düsseldorf gewinnt. Am Ende ein bisschen kaltschnäuziger Sinn, ein bisschen davongezogen, konnten jetzt hier den Sieg einheimsen und das ist auch okay. Bing hat aber toll gespielt, toll verteidigt. Auf jeden Fall. Richtig gut, da kann beide Mannschaften stolz auf sich sein. Also ich kannte beide Mannschaften noch nicht so gut, aber nach der Prognose, die hier gestellt wurde, dachte ich jetzt schon auch, dass das deutlicher für die Dementors ausging und deswegen war ich auf jeden Fall auch vom Beater-Game total überzeugt von den Dingern. Auf jeden Fall. Tolles Spiel, das war es aber für erste von mir. Dankeschön fürs Zuschauen, liebe Leute. Das war Philipp und Olivia. Vielen herzlichen Dank. Ciao. Tschüss.